Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir hoffen natürlich, ihr hattet bis jetzt einen sehr guten Tag. Und falls nicht, dann hoffen wir, ihr habt nach diesem Video bessere Laune, nehmt irgendwas mit, lernt irgendwas und jetzt lehnt euch zurück. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu hier auf dem Channel seid, wenn euch das Video gefällt. Und genießt den Vlog. Had no need to fight tonight, tonight. Freunde, ich bin eigentlich der übertriebenste Galon-Fan, aber ich hatte bis jetzt so ungefähr 10 Stück von ungefähr 6 verschiedenen Marken und jede Galone ist irgendwie kaputt gegangen. Bei mir immer war ein Riss drin oder irgendwie war der Deckel dann undicht und so weiter. Und deswegen, also ich fülle eh mein Wasser immer nach. Deswegen fand ich eigentlich Galon immer ganz geil, aber ja, bei mir gehen alle Galonen kaputt. Falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt, wo die Galonen nicht nach gefühlt einem Monat schon dreimal kaputt gegangen sind, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, so ist das auch vollkommen okay. Am besten noch die Vitell-Flasche mit 2 Liter und dann noch ins Training. Heute stehen Beine auf dem Programm. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Gym. Die Temperatur ist angenehm, aber es ist ein bisschen feucht. Und ja, gestern Nacht war es nicht so heftig mit dem Sturm wie vorgestern Nacht. Da bin ich, wie gesagt, habe ich ja gestern gesagt, einfach um 4, halb 5 Uhr einfach die ganze Zeit aufgestanden, weil es so heftig gedonnert hat. Diese Nacht war es nicht so krass, aber selbst wenn, heul nicht, Willi. Jetzt geht's ins Gym. Die große Hochwasserschutzzentrale in Köln 24 Stunden. Radio aus. Hilfe! Viele Nicht-Kölner sind. Dir. Super, und euch? Ach, mir geht's hervorragend. Ich hab hier Käppchen auch für mich. Echt? Komm, nimm du dir den mal hier, weil wow. Morgen wird's schlimmer. Heute ist Leg Day, lächeln, denn morgen wird's schlimmer. Steht drauf. Ja, positive Life, positive Mindset. Perfekt. Auf der Tasse. Auf jeden Fall jetzt erstmal noch einen Kaffee vom Training. Ich bin hyped, ne? Jetzt erstmal Kaffee rein, dann geht's richtig los. Let's warm up those legs, man. Let's warm up those legs. Let's warm it up. You ready? Everhold. You ready? I'm ready to die and fight in the air. Warnen haben wir euch nicht gezeigt, weil das ist so ungefähr das unspektakulärste, was es so gibt. Und ja, Essenszeit, es ist soweit, es ist wieder Essenszeit. Und wir sind auch schon zu Hause. Da sind wir schon zu Hause. Und was ich extrem liebe, was sehr schnell geht als Post-Workout-Meal, ganz einfach. Ich habe hier 150 Gramm Thunfisch mit 100 Gramm Mais und 40 Gramm Miracle-Whip einfach gemischt.
zusammengepackt mit ein paar Zwiebeln und dann habt ihr sehr und Käse natürlich, dann habt ihr überragende Sandwiches und davon mache ich jetzt einige und dann kann man auch schon essen. Geht schnell und schmeckt überragend. Super, let's eat, bruh. Wir haben gerade fertig gegessen und ich merke einfach, wie müde mich das Essen gerade gemacht hat, weil wir haben relativ viel gegessen und wenn man viel Essen auf einmal isst, vielleicht kennt ihr das, dann hat man Food-Koma und der Grund dafür ist einfach, dass der ganze Verdauungstrakt sehr hart arbeitet, weil man einfach das ganze Blut reinpumpen muss, um das ganze Essen zu verdauen und deswegen wird man auch oft müde, wenn man viel isst, deswegen empfehle ich es auch nicht, vorm Training direkt viel zu essen, weil dann werdet ihr müde im Training sein und das ganze Blut, was ihr im Muskel haben wollt im Training, wird in euren Verdauungstrakt gehen und deswegen kriegt ihr dann oftmals keinen Pump, obwohl ihr viel gegessen habt. Hört sich erstmal ein bisschen sinnlos an, aber wenn man da ein bisschen hinterschaut, dann weiß man, warum das ist, also weil einfach das ganze Blut im Verdauungstrakt ist und deswegen werde ich mir jetzt erstmal mit Willi noch einen Kaffee gönnen, weil wir sind gerade am Video schneiden und da muss man sehr, sehr, ja sag ich mal, aktiv mit dem Kopf sein, man muss kreativ sein und wenn man da müde rangeht, dann kommt nicht das beste Endprodukt raus. Deswegen werde ich mir jetzt erstmal einen Kaffee genehmigen, Willi natürlich auch, erstmal einen Instant-Kaffee, ganz easy, ganz schnell gemacht und später geht es übrigens zu Ainoa. Ainoa wird heute nämlich 21, also das ist die Freundin von Marc, vielleicht kennt ihr, ja ihr kennt Marc, wenn ihr schon länger abonniert habt, auf jeden Fall fahren wir da später hin, der wird dann ordentlich Pizza gegessen. Davor sind wir jetzt erstmal produktiv, schneiden erstmal die Videos fertig. Willi schneidet das Video für heute fertig, ich schneide das Video für morgen fertig und dann geht's dann dahin. Saskia ist gerade Wimpern machen und die wird dann auch da sein. Auf jeden Fall gibt's jetzt erstmal Kaffee. Der gute alte Nescafé Gold. Bester Instant-Kaffee auf jeden Fall, finde ich, meiner Meinung nach. Schmeckt gut, geht schnell, aber ist ja immer so. Auf jeden Fall schmeckt er gut. Junge Arthur, ich weiß, wir haben diese Blender, aber irgendwie ist es zu dunkel. Was sollen wir machen? Ja. So, Freunde. Schon besser. Schon viel besser. Und dieses Licht, also es gibt es gerade bei Lidl Online-Shop. Meine Eltern haben das bei Lidl geholt und normal kosten die von, ich sag mal, größeren Marken um die 100 bis 200 Euro. Die kostet irgendwie 40 Euro. Ja. Deswegen haben wir uns die auch mal bestellt, weil... Direkt zwei Stück, eine für Paderborn, eine für Lichtenau. Genau. Weil das Licht ist hier einfach, ihr müsst, also ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, wenn ich das filme, aber... Also das hier stellen wir erstmal um noch. Genau, also wie man jetzt gerade sieht... Die hier ist ein bisschen wärmer, also das ist beides Weißlicht, beides Tageslicht, aber die ist einfach lichtstärker und kleiner und kompakter und die ist sogar dimmbar, deswegen optimal zum Filmen. Haben wir uns die geholt. Zum Filmen und Chillen. Zum Filmen und Chillen. Das Licht ist einfach das Allerwichtigste. Bei einer Kamera, ihr müsst euch das so vorstellen, das Licht ist das, was das Bild entstehen lässt. Genau, also und das Licht geht ins Objektiv rein. Und in den Sensor. Genau, in den Sensor. Und das, was der Sensor an Licht bekommt, so kann er halt damit arbeiten. Genau. Und die deswegen gute Quali aussprung oder nicht. Schlechtes Licht, schlechtes Bild. Eigentlich, außer man hat jetzt eine Sony A7S Mark II oder eine Sony A7S Mark II. Also es juckt nicht. Es juckt schon, ja, aber halt also, nicht so sehr. Genau, also ja schon, aber die, also man merkt halt den Qualitätsunterschied. Genau, also, bei die ist halt noch besser bei Home. Quick Tip. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal wohin, Willi? Zu Ainoa wieder, weil sie hat heute Geburtstag, da gehen wir natürlich hin, ne? Genau, gehen wir, fahren wir mal hin. Und genau das meinen wir, ne, Willi? Man sieht uns nicht. Ja, Mann. Willi, wo bist du? Oh, guck, bisschen Licht. Das ist vollkommen übertrieben. Ich denke, das ist am Ende eine Red-Kamera, wenn du so das weißt. Ist eine Red-Kamera. Wir haben uns eine Red-Kamera geholt, das ist eine Kinokamera, kostet der Buddy so bis zu 50.000. Bis zu 100.000. Ja, bis zu 100.000. Ab so 30.000. Ja, so Kindergarten halt, ne? Oh baby, we keep ripping gold lights. Rock your body whole life. Don't bother the world side. Twerk it like a Vegas stripper. Dollar money stage mine. Billions in the kit. Get high and get high. It's all about the mind. We'll be doing fine. Living on the edge sometimes, alright. Favorites I'll be right. Da war er vor uns und jetzt ist er hier. Hallo.
Ausnahme. Da kennt einer nicht die geheimen Wege, ne? Erste Abfahrt, nicht zweite, ja, Kollege. Ich hab schon gedacht, erste Abfahrt, dann habe ich extra abgebremst. Ja. Und Sassi, ihr kennt die Tricks. Ich war zu weit weg und dann bin ich gefahren. Eieiei, immer das Fahren. Boah, Junge, guck mal, wie cinematic das einfach aussieht, wenn man hier einfach. Guck mal. Getting older, I got all the time. Would you pour some wine for me? Smile for me, and I grind on me, yeah. We keep prepping long nights. Rock your body whole life. Don't bother the world side. Twerk it like a Vegas stripper, dollar money. Billions in the cage fight. Fuck their thoughts and get high. And get high. It's all about the mind. We'll be doing fine. Living on the edge. Sometimes alright. Fame is how we ride. Life is all about time. Feeling like the world is beyond our side. Es geht. Meine Crew hat wieder ein paar alkoholische Getränke gekauft. RBJs. Alkohol Day. Der Silvester kommt jeden Tag Alkohol. Selbstexperiment, 365 Tage. Saufen. Kabas kalbasit solo, kalbasör papo ist goli. Na Spaß, wir kaufen für 1 Uhr. Also das gekauft für 1 Uhr. Rosé. Du, da fragst du den richtigen, ne? Den Weinkenner. Also den Chardonnay war links im dritten Regal. Hier eine kleine Vitellflasche, die empfehle ich auf jeden Fall. Und eine Lecture, das macht glücklich. Und du filmst auf jeden Fall professionell. Ehrlich, weil ich habe gerade einen Mitarbeiter, dann habe ich zack, runter. Man weiß schau mal jetzt, warte, Flip. Bro. Yo, Bro. Lilly, Bro. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier, beziehungsweise wir waren hier. Es sind jetzt ein paar Stunden vorbei. Es ist jetzt gerade schon 1:25 Uhr. Ja, Bro. Nein, lehne mich auf, kannst du noch mal gucken. Yeah. Ja. Cool, ne? Jetzt ist Rack. Jetzt nehmen wir auf schon. Okay. Auf jeden Fall hoffen wir euch hat dieser Vlog gefallen. Falls ja, könnt ihr einen Daumen nach oben. Ihr könnt natürlich auch einen Kommentar unter das Video schreiben, wie ihr das Video fandet. Ob ihr den orangen Pullover cool findet. Und ja, falls ihr euch abonniert habt, Freunde, könnt ihr gerne abonnieren, einen Kommentar da lassen. Und ich würde sagen, bis zum. Was kommt jetzt? Bruh. Ich weiß es. Bis zum nächsten Mal. The only way back to you, back to you.